Was verändert sich eigentlich in Ihrem Studium, wenn Sie das Studium mal auffassen wie einen ganz normalen Beruf? Ich weiß, ein Beruf ist was anderes, das dient zum Einkommenserwerb und ist auf Dauer angelegt, aber unterstellen wir mal, dass ein Studium etwas Ähnliches sei. Was bedeutet das dann alles? Dann würden Sie 40 Stunden die Woche arbeiten gehen, ungefähr, Pi mal Daumen. Sie sind jung und Berufseinsteiger in dem Sinne, Sie fangen Ihr Studium an. Von Ihnen erwartet man noch ein bisschen mehr Einsatz. Das ist typischerweise so, ne? nicht gleich auf den Stundenzettel schauen. Was hat man noch? 28 Tage Urlaub, sowas um den Dreh herum, nicht mehr und nicht weniger. Sie arbeiten 8 Stunden am Tag, da ist die Pause nicht mit drin gerechnet, die kommt dann noch oben drauf. Und Sie zeigen Leistungen, Sie erreichen die Ziele, die man mit Ihnen vereinbart hat. Sie erledigen Ihre Arbeit, Sie arbeiten gut, schnell und effektiv. Sie haben einen gewissen Arbeitsethos. Sie sind auch gewillt, sich selber Sachen beizubringen. Lücken, die Sie haben, bringen sich selber bei. Und Sie bilden sich fort, Sie sind selbstgesteuert, Sie sind auch in der Lage, sich eigene Themen zu setzen. Sie holen sich, wenn Sie brauchen, auch Hilfe bei Kollegen, sehr effizient, nicht stundenlang irgendwo rumsurfen, sondern mit jemandem sprechen, der das drauf hat. Sie bilden sich fort, Sie isolieren sich nicht, Sie treffen sich mit Ihren Kollegen, gehen zum Beispiel gemeinsam mit dem Essen, halten so Ihr kleines Netzwerk am Laufen, der Austausch ist auch wichtig. Sie haben ein Jahresgespräch, eine Reflexion und falls Sie arbeiten gehen müssen neben dem Studium, müssen Sie eine Entscheidung treffen, was ist Ihr Haupt- und was ist Ihr Nebenjob. So, wenn wir das mal alles gerade Revue passieren lassen, was ich Ihnen eben erzählt habe. Wenn Sie Schwierigkeiten haben mit Ihrem Studium, es nicht rund läuft, vielleicht hilft Ihnen der Mindset, Ihr Studium mal als Beruf zu betrachten. Beruf heißt nicht unbedingt eine gesteigerte emotionale Beziehung, sondern heißt, eine Arbeitsbeziehung zu ihrem Studium aufzubauen und dann auch mal zu schauen, was es heißt, effektiv zu arbeiten, die Zeiten zu investieren, von denen wir gerade so alles gesprochen haben. Auch diese Jahresgespräche, die typischerweise in der Wirtschaft gemacht werden. Warum gehen Sie nicht einmal im Semester oder im Jahr zu einem Professor oder Professorin, das sind diese Mentorengespräche, die können Sie doch gerne in Anspruch nehmen, um da zu reflektieren, was habe ich im letzten Semester so alles geschafft, was ist weniger gut gelaufen, wie sind meine Ziele, wo sind meine Erwartungen, was hatte ich für Schwierigkeiten, woran hat das gelegen, haben Sie Tipps, was man daran ändern könnte, warum denn nicht? Das sind Jahresgespräche. Welche Ziele haben Sie sich eigentlich gesetzt? Einfach so vor sich her studieren ist nicht das, was man auch im Beruf mit Ihnen machen würde. Da würde man Ziele festlegen. Einfach nur einen Studienplan abzuackern, ist nicht wirklich ein Ziel. Mit welchen Noten wollen Sie eigentlich da rausgehen? Was haben Sie sich für Ihren Abschluss gedacht? Welchen Schwerpunkt wollen Sie setzen? Wie wollen Sie sich weiterqualifizieren? Wenn Sie nebenher jobben müssen oder wollen, entscheiden sich, bei vielen Studierenden erlebe ich es so, dass der Job plötzlich wichtiger wird als das Studium, ist völlig in Ordnung, kann man so machen. Aber dann sollten Sie nicht die Erwartung haben, dass Sie das Studium so fortsetzen können und so schnell sind, wie wenn es Ihr Hauptberuf wäre. Ist andererseits das Studium der Hauptberuf und der Job notwendiger Erwerb, dann sollten Sie ihn auch entsprechend einpriorisieren und gucken, dass Ihnen die Zeiten für das Studium auch sauber erhalten bleiben. Also, wenn es mit dem Studium nicht klappt, vielleicht hilft Ihnen dieser mentale Set mal, das Studium als Beruf zu sehen und mit Arbeitsethos daran zu gehen. Viel Glück und wenn Sie Kommentare haben, gerne unten, lassen Sie uns ins Gespräch kommen. Vielen Dank.